ich ziehe mich auch erstmal ins Bett zurück. Wieder viel zu lange wach. Die Stunde klingelt mein Wecker. Mach das, Hybrid. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht und einen tollen Wochenstart. Ich hoffe, du bist morgen nicht allzu müde. Nein, da sind Frösche mit Stäben. Gut. Geil. Nein! Ach, okay. Aber allzu lang machen wir heute auch nicht mehr. Glaube ich. Wie gesagt, jetzt nochmal so ein bisschen Hauptstory. Ich dass ich jetzt die letzten zwei Streams einfach vernachlässigt habe. Und. Ja. Mal schauen. Ich erinnere dich dann um 3 Uhr nochmal. Ey. Also spätestens um 1 ist Schluss, ne? Spätestens. Spätestens. Oder, okay, sagen wir, wenn das Getränk hier leer ist. Dann ist Schluss. Ja. Sind das etwa gute Manieren, einfach in eine fremde Wohnung hineinzuplatzen? Dera, warum glaubst du mir das nicht? Nein. Das ist ja wie in Final Fantasy 1. Wir haben doch angeklopft. Hast du die Schläge auf die Köpfe deiner Helferlein nicht gehört? Warte mal. Ich glaube, das ist sogar das Matoya-Theme. Geil! Ich hab Bock auf den ersten Teil wieder. Ich hab so Bock auf Teil 1 wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich den ersten Teil von Final Fantasy so feiere. Eigentlich passiert nicht viel. Es ist total einfach. Und trotzdem liebe ich's. Warte mal ab, wenn du Stormblood reißt. Oh. Das habt ihr schon bei Heronsword gesagt. Oh, Stola. Musstet ihr gleich alles kaputt schlagen? Immer noch der gleiche Wildfang wie früher und keinen Respekt vor gar nichts. Das Geilste ist, genau so habe ich mir den. Also die Stimme von Matoya tatsächlich vorgestellt als Kind. Gut, ich wusste anfangs nicht, dass es eine Frau ist, aber als ich dann herausgefunden habe, dass es eine Frau ist, habe ich mir halt auch immer so dieses, eigentlich fast genau diese Stimme vorgestellt. Gott, ich glaube, ich setze mich die Tage hin und spiele privat alle Teile durch. Das wird wahrscheinlich dann gehen wir mal raiden. Dann kriegst du Nostalgie-Flashback. Ich glaube auch. Oh, ich liebe die Spiel noch mehr. Siehst du aus, Kind? Hast dich zu einer schneidigen jungen ich spiel mir lieber 6. Gemausert. Das muss ich unbedingt noch spielen. Also Teil 3 haben wir ja jetzt im Stream bald durch. Ich muss nur noch mit euch ein paar extra Sachen finden. Also zumindest ein paar. Och ja. Beschwörungen heißen sie da. Dann geht's direkt mit dem vierten Teil weiter.
Nächstes Jahr werden wir dann wahrscheinlich Teil 6 anfangen können. Und du bist wohl der Enkel des alten Loisois. Ja, ihr kanntet meinen Großvater? Ob ich ihn kannte? Wir lagen uns ständig in den Haaren, ein Dickkopf ersten Ranges. Aber langweilig wurde es nie mit ihm, das muss man ihm lassen. Und dich, mein Junge, kenne ich schon, seit du in den Windeln gelegen hast. Verzeiht mir, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Aber selbst im Kristallturm, wo wir ja den Kristallturm gemacht hatten, selbst da hatte ich ja schon Flashbacks pur. Weil den dritten habe ich, glaube ich, zumindest von den älteren oder von den ersten Teilen am intensivsten mitgespielt. Einfach weil das auch so die meisten Aufreger hatte. Und das erste Spiel mit der Errungenschaften am besten. Schon gut, Junge. Und jetzt mal raus mit der Sprache. Was wollt ihr von einer alten Einsiedlerin wie mir? Ihr seid doch nicht hierher gekommen, nur um zu plaudern, hm? Braucht das Team in meiner Playlist. Das sind die Besen! Die gab's im ersten Teil auch! Die Besen, die sich einfach bewegt haben! Dass ich auf meine alten Tage nochmal von Asisla hören würde. Und das Geilste an diesen Besen, wenn du die Besen damals im ersten Teil angesprochen hast, zumindest auf der Game Boy Advance Version, haben sie dann in umgekehrt. Drücke B-Knopf Select, hieß es da halt nur. Das war aber einmal komplett umgedreht. Also du musstest das halt von hinten nach vorne lesen. Und wenn du halt diesen B-Knopf und Select gedrückt hast, dann konntest du die Weltkarte aufrufen. Und das war so geil. Und da bin ich aber erst beim, ich glaube, dritten oder vierten Mal spielen, bin ich da drauf gekommen, dass du eine Weltkarte hast. Und das findest du nur, wenn du den richtigen Besen ansprichst. Und die ersten Besen sagen entweder gar nichts oder nur bzzz oder keine Ahnung. Irgendwas sagen die Besen. Und nur ein einziger sagt halt, dass du die Tastenkombination drücken kannst. Und das sind diese Besen. Wie geil. Gott, ich liebe es. Also weißt du etwas darüber? Ich liebe es. Auch nicht mehr als in den verstaubten Charlayana-Wälzen steht. Ich liebe es. Eine schwebende Insel, die sich die Alaga bauten, als ihre Zivilisation in den letzten Zügen lag. Mit Loisois habe ich mich mehr als einmal darüber unterhalten. Dort bauten sie eine Art Forschungszentrum, um Wege zu finden, Drachen und Primae unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dabei kamen sie auf äußerst gefährliche Nichts von diesem Wissen sollte jemals wieder ans Tageslicht gelangen. Und jetzt erzählt ihr mir, dass ein Haufen Dummköpfe es ausgraben will. Ihr seid ja nicht bei Trost, dass ihr ihnen auch noch folgen wollt. Tja. Aber die Ashians haben ihre Hände im Spiel und das verheißt nichts Gutes. Nee. Da sagst du was Wahres, Junge. In diesem Fall sollten wir in der Tat etwas unternehmen. Oho, hat dich der jugendliche Eifer angesteckt? Mit deiner Unverschämtheit redest du dich nochmal um Kopf und Kragen, meine Liebe. Liebe Nostalgie, ich will nicht mehr aus dieser Höhle raus. Ich brauche diese Besen. Rüme unterm Tisch, Flusen hinterm Schrank. Husch aus dem Weg, wer wischt blitzblank. Ich bin verliebt. Hallo Mira. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin gerade an dem schönsten Ort der Welt angelangt.
für mich alten Final Fantasy Liebling. Also jetzt ist alles gut, nachdem ich das Matoya-Theme gehört habe, Matoya kennengelernt habe, hier in dem Spiel, ich liebe es. Ich bin gerade auf Wolke 13, 17, 120. Alles, was höher ist als 7. Und ich feiere diese Frösche. Ah, die sind der Hammer. Ja, die sind genial. Ja, oh, ich finde die klasse. Ich finde die echt klasse. Aber Mira, ich war vorhin schon am Hin und Her überlegen. Also erstens, ich habe mir 3 neue Emotes gekauft. Ja, ich habe Geld so viel und ja, die anderen haben mich schon... Sie haben sich schon die Hände an den Kopf gepackt. Und zum anderen war ich jetzt am Überlegen, ob sobald ich Geld habe... Will mir die dicke Katze aus dem Final Fantasy Shop kaufen. Das, was du mir gezeigt hattest. Ich will die haben. Ich muss die haben. Ich glaube, sobald das Geld drauf ist. Ich brauche diese Katze. Der meinte, dass sie was gekauft hat. Ja! Also erst einmal. Habe ich mir das hier gekauft? Ne, wegen Funke, Funke, Bunt, Bunt, Glitzer. Und ich find's cool. Und dann, weswegen wir uns, also weswegen sich eigentlich nur alle gern an den Kopf gepackt haben. Das war aber nicht meine. Nein, das kam von Luna. Eigentlich kam das hier von Luna, weil ich das unbedingt haben wollte. Ich wollte mich totstellen können. Luna hat er danach geguckt, wie viel das kostet und dreimal darfst du raten, wer keine 2 Sekunden später in den Shop gerannt ist. Ich kann da nichts für. Und dann habe ich mir noch überlegt, weil ich geguckt habe, wie teuer die eine Katze, also die dicke Katze ist. Denn ich bin immer noch am Überlegen, ob ich den Karfunki nehme, also ne, das blaue Viechchen hier. Oder ob ich die dicke Katze nehme. Oder ob ich es lasse. Aber ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile alle gut genug und wisst, dass ich es nicht lasse. Nimm die Katze. Ja, ich glaube, ich glaub, es wird die Katze. Weil, also ich habe das Argument vorgebracht, dass ich den hier nicht alleine lassen kann. Ich meine, der sitzt seit fast 2 Jahren hier allein im, ne, in meiner Sammlung und hat keinen Freund. Das ist das Argument, womit ich mein Gewissen beruhige. Der ist so niedlich, ja. Oh, ich liebe den. Aber der hat, glaube ich, auch so 40 Euro gekostet. Ich meine, das waren 40. Auch schon wieder so ein immens viel für so ein Ding. Es war vor etwa 50 Jahren, als die Garlear dabei waren, ganz Ilsabad zu unterwerfen. Charlean musste sich wappnen. Wir suchten fieberhaft nach irgendeinem Mittel, mit dem wir uns verteidigen könnten. Und ich entwickelte einen Ätherverdichter. Eine Methode, um Äther aufzusaugen und zu einer verheerenden Kraft zu konzentrieren. Sie hätte ich auch gern als flauschige Puppe in meiner Sammlung. Also als Stofftier, ne? Oder als Sammelfigur. Ich will sie haben. Ja. Ich will sie in meiner Sammlung haben. Ich brauche sie. Weißt du, sie würde so gut ins Regal da hinten genau passen. Und dann kam der Rat daher und meinte, meine Erfindung würde uns eher zerstören als retten. Sie legten meine Forschung auf Eis. Ja,
Da habe ich meine gesamten Aufzeichnungen kurzerhand versiegelt. Gefährliche Schrift, ne? Sollten diese Hasenfüße doch sehen, wo sie bleiben. Kindisch, ich weiß. Aber sehr befriedigend. Ja, ob eine Erfindung Zerstörung oder Rettung bringt, hängt davon ab, wie man sie einsetzt. Ja, alles verbohrte Philosophen. Ich hatte jedenfalls die Nase voll und verabschiedete mich von der Charlayaner Borniertheit. Mir ist, als hörte ich meinen Großvater sprechen. Zumindest in diesem Punkt wart ihr euch einig. Matoya, können wir deine Aufzeichnung sehen? Natürlich, wenn ihr sie mir bringt. Sie sollten noch in der großen Bibliothek vor sich hin modern. Abteilung verbotene Schriften. Das nenne ich dann wirklich versiegelt. Die Wachsysteme der Bibliothek sind sicher noch immer in Kraft. Oh nein, sag mir nicht, ich muss in der verlassen ist. Aber wir werden uns schon einen Weg bahnen. Wir werden uns einen Weg bahnen? Ich werde mir wohl einen Weg bahnen müssen. Hier geblieben. Stola, du und der Junge, ihr bleibt bei mir. Was? Ihr werdet mir helfen, meine armen Helferlein wieder aufzupäppeln, die ihr mir so übel zugerichtet habt. Keine Widerrede. Von der ganzen... Ja, okay. Ich finde doch wieder niemanden. Ich will den Besen haben. Ich brauche den Besen. Ich brauche diese Besen. Wie eine neue Frisur. Ja. Ich fand, das passte so gut. Außerdem, die Frisur passt wunderbar auch hierzu. Okay, hier bei meiner Heilerin sieht man sie nicht. Aber hier passt sie auch wunderbar zu. Und da passt sie auch wunderbar zu. Das ist eine Allround-Frisur. Habt ihr auch sehr lange gehabt. Ich glaube, ich werde keine Frisur mehr lange haben, aber ich habe die Hoffnung, dass die sich immer länger als eine Woche auf meinem Schädel bleibt. Bin gleich da. Also, ich sollte vielleicht... Ich will jetzt Badewanne machen. Ach, hallo, du kleiner Besen. Gibt's die als Pet? Gibt's die Besen als Pet? Seid ihr Link für so mit der Flechten hinten? Die ist cool. Okay, ich brauch den Besen. Ich brauch diesen Besen. Wie krank bin ich eigentlich? Ich will einen Besen als Pet haben. Was stimmt nicht mit mir? Was ist bei mir schiefgelaufen? Jetzt mal ganz im Ernst. Was ist bei mir schiefgelaufen? Das kann doch nicht stimmen. Ich hätte ihn gern für meine Wohnung. Ja gut. Da hätte ich ihn auch gern für. Das... Du bist ja sein Fan. Ja. Wie gesagt, ich fand diese Besen im ersten Teil schon so cool. Das war so cool. Ich will einfach alles haben. Ich glaube, selbst wenn es so ein Kacke-Aufnetz-Pad geben würde, selbst den würde ich haben wollen, wahrscheinlich. Warte.
Gut, dann geben wir die Ende Quest kurz ab. So schnell ich die Dinger hier mit den Windätheriten. Mit den Windätherquellen. Vollbracht kriege. So schneller kann ich fliegen. Einen Moment. Alles gut. Lass dir Zeit, Dira. Alles gut. Jetzt kann ich hier noch alles fertig machen. Ne, reparieren muss ich glaube ich noch nichts. Es sind noch 4 Dinger, die fehlen. Da kriege ich einen noch. Und dann durch die Hauptquest. Und dann ist irgendwo noch einer. Also das sind die beiden durch. Okay, das sind die beiden. Richtung Osten. Okay, warte. Nein. Du Frosch. Froschen. Nicht nett. Gar nicht nett. Oh, Kokatries. Da hinten. Ah, und dann da hinten noch irgendwo. Wahrscheinlich. Oder da oben. Wir schauen mal. Mehr als falsch liegen können wir ja nicht. Hinten ist ja auch noch Osten. Aber voll dran vorbei. Ja, dann brauche ich ja nur noch die 2 Quests machen. Dann kann ich auch hier fliegen. Wenig. Ja, aber ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ein ganz, ganz ungutes. Ich glaube, da bin ich gerade froh, dass ich nicht als Heiler reingehe. Nein!
Da wollte ich eigentlich nicht runter. Wollte mich eigentlich so elegant da oben drauf setzen. Es hat aber eher so semi-gut geklappt. Die Katze. Ja. Ist genauso gut wie... Diese Beinchen. Oh, ich liebe dieses Pet. Ganz ehrlich, ich möchte schon gar nicht wissen, wie viel Geld ich in diesem scheiß Shop gelassen habe. Ich will das gar nicht wissen. Ach ja, stimmt. Ich habe hier auch noch die Sit-Puppe. Ich muss mich auch mal bremsen. Ja, das ist echt... Ich glaube, es artet in eine Sucht aus. Ich weiß gar nicht, wie... Allein... Eins... Zwei... Drei... Vier... Reittiere... Im Shop... Fünf. Sechs, glaube ich. Ich glaube, da habe ich an sich gar nicht so viel. Und dann noch einige Outfits. Huch. Dann noch einige Outfits. Ich habe jetzt auch meinen Einhorn, danke. Gerne. Gerne, gerne. Wie gesagt, den Tipp habe ich von Luna bekommen. Die hatte mir erklärt, wo ich das Einhorn finde. Wie gesagt, und es war, glaube ich, ein Tag oder derselbe Tag, wo wir dann geschrieben hatte. Ich muss gerade noch was craften. Alles gut, Dera, alles gut. Lass dir Zeit. Ich kann in der Zeit auch noch nach dem die andere Quest hier machen, kurz. Wie ist sie denn? Das da. Das da könnte ich einmal machen. Dann kann ich danach nämlich direkt fliegen. Muss ich ja so eine andere Quest machen. Dann passt das doch. Ich will einfach nur endlich fliegen können. Bedenkt, dass wir da hinten eben drauf waren. So, warte, wo ist die eine Quest? Da hinten. Am Arsch der Welt. Wie gesagt, kannst du ja ruhig Zeit lassen. Wir machen die eine Quest hier noch. Wenn ich mich zumindest darauf einstellen, danach fliegen zu können. So,
wie komme ich da nochmal rein? Also hin. Da muss ich ja nicht rein. Das ist es, ne? Okay, wie kann man da jetzt nochmal... Genau. Hier ist einmal was. Oh, euch machen wir hier, machen wir einmal kurz platt. Wir sehen wir noch raus. Ja, ach, hallo Dufte. Also eigentlich, ich weiß, der Satz kommt ständig. Eigentlich war geplant bis 1 Uhr. Aber ich laufe gleich noch eine Inni. Und naja, den Rest kennt er ja. Was habe ich denn so verpasst? Vorhin haben wir Fallout gespielt, auf jeden Fall. Da haben wir zwei Nebenquests gemacht. Dann ein bisschen Hauptstory. Ja, dann halt Goldfield, Dead by Daylight. Und jetzt hier bei FF14 haben wir einfach nur Kaya ein bisschen geholfen. Eine seiner Hauptinis gemacht. Und jetzt bin ich dabei, in der Hauptstory so ein bisschen voranzukommen. Ja, und ich habe Matoya gefeiert. Du. Ja, Mensch. Fehlt uns ja nur noch von der Hauptstory. Der eine Etherit, Windäther, Quellen, Kack, Beutel, Kristall. Das Fenster. Wenn ich mir das da schon wieder angucke, wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ja. Jo, also allzu viel hast du heute tatsächlich nicht gepasst. Nicht gepasst, genau. Nicht verpasst. Da-da.
bin hier schon wieder hin und her galoppieren. Das ist auch noch ein Dungeon.